und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Losung für den heutigen Tag steht im 92. Psalm. Wie groß sind deine Schöpfungswerke, Herr, und wie unergründlich tief deine Gedanken. Der Psalmbeter jubelt aus ganzem Herzen. Er sieht die Welt, das Schöpfungswerk Gottes, die Welt und die Menschen darin, und er staunt und lobt. Und gleichzeitig gibt es Dinge, die er nicht versteht, die wir nicht begreifen. Wie unergründlich tief sind deine Gedanken. Wie vieles gibt es, das uns schwerfällt, wo wir Angst haben, uns fragen, was ist Gottes Plan? Und dann das Einsehen, es kommt alles aus Gottes Hand. Das, was wir sehen, das, was wir begreifen und das, was uns unbegreiflich schwer oder unbegreiflich schön erscheint. Wie es sein kann, dass Gott sich für uns Menschen, für jeden Einzelnen von uns interessiert, dass er uns in Liebe zugetan ist, das ist genauso ein Geheimnis wie die Frage, warum mutet uns Gott manches Schwierige zu? Der Psalmbeter in seinem 92. Psalm kennt das alles. Im Verlauf des Psalmes ist von Übeltätern die Rede, von Menschen, die ihm das Leben schwer machen, die uns das Menschen schwer machen. Da wird deutlich, der Psalmbeter jubelt nicht aus Naivität, sondern aus einer Lebenserfahrung heraus. Er hat begriffen im Rückblick auf sein Leben, wie gut ihn Gott geführt hat, auch durch das Schwere. Und auf die Überschrift des Psalmes will ich noch hinweisen. Ein Gebet, ein Lied für den Sabbattag. Es ist der Tag des Innehaltens. Nicht in geschäftigem Treiben zu sein, sondern innezuhalten, zu staunen, zu fragen, zu sehen, zu loben, zu singen. Es gehört beides zusammen. Die Zeiten des Tätigseins, die Zeiten, in denen wir planen, uns mühen und die Zeiten, in denen wir uns zurücklehnen und uns besinnen. Und erst im Besinnen wird uns deutlich, mit welcher Güte, mit welcher Liebe uns Gott begegnet. Auf den schweren Wegen und auf den schönen. Amen. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist, durchdringe uns, komm, du Geist, kehr bei uns ein, komm, du Geist, beliebe uns, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist der Heiligkeit, komm, du Geist der Wahrheit, komm, du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist, mach du uns eins, komm, du Geist, erfülle uns, komm, du Geist, und schaff uns neu, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm.
Liebe Pfarrerinnen Sophie Gedudu und Annette Hohenwald, es sind ungewöhnliche Umstände, unter denen wir heute die Übernahme Ihrer kreiskirchlichen Pfarrstellen geistlich begleiten, während die Gemeinde, also die versammelten Synodalen aus den Kirchengemeinden, den Arbeitsbereichen und Einrichtungen des Kirchenkreises vor ihren Rechnern sitzen und digital miteinander verbunden sind, stehen wir hier in der leeren Martin-Luther-Kirche mir gegenüber nur Kamera und Mikrofon. Sie, liebe Frau Gedudu, sind bereits seit 1. Oktober 2019 kreiskirchliche Pfarrerin für die Arbeit mit Konfirmanden und Jugendlichen. Pandemiebedingt musste die Kreissynode im März ausfallen, für die ihre Einführung vorgesehen war und für die sie gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Jugendarbeit und mit Jugendlichen mit viel Aufwand einen inspirierenden Eröffnungsgottesdienst vorbereitet hatten. Auch Sie, liebe Frau Hohenwald, mussten erhebliche pandemiebedingte Verzögerungen hinnehmen. Weil wir gezwungen waren, das Besetzungsverfahren zu unterbrechen, mussten Sie sich in Geduld üben. Erst Anfang Juni konnten Sie durch den Kreiskirchenrat als neue kreiskirchliche Pfarrerin für Altenpflegeheimseelsorge gewählt werden. In der Tat also ungewöhnliche Umstände. Trotz aller Einschränkungen sollen Sie uns aber nicht davon abhalten, dankbar auf die Monate zurückzuschauen, in denen Sie beiden nun schon bei uns tätig sind. Und Sie sollen uns nicht davon abhalten, dass wir uns mit der Synodalgemeinde an den Rechnern verbinden, indem wir gemeinsam Gottes Wort für Ihren Dienst bedenken, für Sie beiden beten und Sie segnen. Ungewöhnliche Umstände, auch jetzt. Wir kommen aus Tagen voller Spannung und voller Kontraste. Die Wahl eines neuen Präsidenten in Amerika. Ein Impfstoff, der uns erstmals konkret auf ein Ende der Pandemie hoffen lässt. Und der 9. November mit seinen mahnenden und seinen ermutigenden Seiten. Und mittendrin die ökumenische Friedensdekade vom 8. bis zum 18. November. Mittendrin also die Bibel mit ihrem Zuspruch und mit ihrem Anspruch. Mittendrin also wir, die wir als Gemeinden, als Mitarbeitende, als Pfarrerinnen und Pfarrer beauftragt sind, die gute, die orientierende, die frohmachende, die tröstende Botschaft weiterzutragen. Auch jetzt, auch in diesen Tagen, auch und gerade in diesen Zeiten voller ungewöhnlicher Umstände. Ob Sie, liebe Schwester Hohenwald, die Seelsorge in den alten Pflegeheimen fördern, für altgewordene Menschen da sind, Pflegekräfte begleiten, mit Angehörigen sprechen und Ehrenamtliche fördern. Oder ob Sie, liebe Schwester Gedudu, sich Konfirmanden und Jugendlichen widmen, Mitarbeitende ermutigen und weiterbilden und neue Wege der kirchlichen Jugendarbeit ausloten, vorbereiten und umsetzen. Ihr gemeinsamer Auftrag ist und bleibt doch immer derselbe, nämlich Menschen mit der weit ausgespannten Liebe und Güte Gottes zu verbinden, Menschen dazu zu befähigen, aus dem Frieden zu leben, den Gott uns bereitet und zu dem er uns einlädt, und mit Menschen einzuüben, im Frieden zu leben, mit sich selbst, mit den Mitmenschen, mit der Umwelt. Für diesen wunderbaren, großen und anspruchsvollen Auftrag
spreche ich euch heute das biblische Leitwort dieser Woche aus den Seligpreisungen der Bergpredigt zu. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Zuspruch und Anspruch des Evangeliums, hier klingen sie zusammen. Wo ihr euch unter den Auftrag stellt, den ihr mit den euch übertragenen Pfarrstellen übernommen habt, da wird euch Gottes heilige Geistkraft mit allem ausrüsten, dessen ihr bedürft. Da werdet ihr zu Kindern Gottes, da begleitet euch die Fürbitte dieser Synode und aller, die euren Weg begleiten und unterstützen. Möge Gott euch selig machen, möge er euch stärken und euch schützen, möge er euch zu Anstiftern des Friedens machen und zu Kindern Gottes mitten in den ungewöhnlichen Umständen unserer Zeit. Amen. Wir wollen nun für euch beide beten. Treuer Gott, du sorgst für deine Kirche und berufst dir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir danken dir für Sophie Gündudo und für Annette Hohenwald. Wir danken dir, dass sie zur Gemeinschaft der im Kirchenkreis Arbeitenden gehören. Wir bitten dich, schenke ihnen Freude, Geduld und Beharrlichkeit. Erhalte ihnen die Liebe zu den Menschen, die ihnen anvertraut sind. Und verbinde sie mit der Kraft des Heiligen Geistes, damit ihr Tun Früchte trägt. Amen. Amen. Sophie, Annette, der Apostel Paulus schreibt seine Erfahrung auf. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Gott segne euch mit dieser Freiheit. Gott segne euch mit seinem Geist. Er schenke euch alle Liebe, alle Kraft, die für euch nötig ist. So segnet euch der barmherzige Gott. Amen. Und der Segen Gottes des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der komme über euch und der bleibe bei euch, jetzt und alle Zeit. Wir denken in dieser Stunde an die Menschen, die in den Altenpflegeheimen leben. Wir bringen sie vor dich in dieser Zeit unter diesen besonderen Bedingungen. Und ebenso denken wir an diejenigen, die für sie da sind und die in den Heimen arbeiten. Wir bitten dich, segne und stärke sie.
Wir bitten dich auch für unsere Konfirmanden und für unsere Jugendlichen und für alle, die sie auf ihrem Glaubensweg begleiten. Schenke du ihnen allen deinen Heiligen Geist und immer wieder neuen Lebens- und Glaubensmut. Wir bitten dich für alle Menschen, die Verantwortung übernehmen und für die Synode. Sei du mit deinem Segen bei ihnen. Wir bitten dich für diese Welt. Hilf du uns, dass wir Menschen lernen, in Frieden und Gerechtigkeit miteinander zu leben. Hilf du uns, dass wir lernen, deine Schöpfung zu bewahren. All unsere Bitten, die ausgesprochenen und die stummen, nehmen wir hinein in das Gebet Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie